Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem Mixio-Universum. Ich bin der Shinto Aga und ich wollte gerade sagen, was ist das hier für eine Station? Da ist ja mal eine Bergbaustation. Genau, wir haben jetzt mal von den Argonen eine Mission aufgenommen, indem wir ein Schiff von dem Heiligen Orden des Pontifex zerstören sollen. Ich denke, das können wir mit einem Schiff durchaus realisieren. Maximal einen Rufverlust sollte das geben. Ich denke, das sollte eigentlich klappen. Ich will jetzt nur mal schauen. Theseus ist kein M-Schiff und ich gehe mal ganz stark davon aus, es wird auch kein S-Schiff sein. Doch. Das ist ja spannend. Also einen Jäger zerstören, das sollte ich ja hinbekommen. Klar, ich muss jetzt mal einen finden. Oh. Da will Colossus, Angreifer. Da will ein argonischer Träger mit einem Unterstützungsschiff irgendwo ganz schnell hin. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt in den... in den Heiligen Orden und dort ein Theseus erreiche System. Theseus Verteidiger, ja. Also mehr Spezifikation muss das Ding nicht haben. Da wird jetzt die Suche wahrscheinlich das sein, was ein bisschen dauern wird, schätze ich. Erreiche System. Feiner Blick. So. Müssen wir natürlich so ein bisschen auch drauf verlassen. Was so dann. Hier müssen wir hin. Was dann so in der Reichweite ist. Und vor allen Dingen finden wir so ein Schiff alleine. Nicht, dass ich dann plötzlich die komplette Staffel dann bei mir auf dem. Das ist halt so die Sache. Weil eigentlich klingt das jetzt erstmal nach nach wenig Geld. Wenig Aufwand für viel Geld, so rum. Da ist ein Ares. Das ist eine Enter-Mission. Gleich mal ein paar Stationen aufdecken hier. Ich glaube, ich sollte das mit so machen. Autopilot. Ich weiß ja, was ich weiß ja, was ich suchen muss und dann kann ich das ja. Zählt das hier dann trotzdem. Spiel mal so ein bisschen mit Autopilot. Ich vermute aber auch mal, dass wir uns wahrscheinlich eher im paranidischen Gebiet aufhalten müssen. Oder da, wo halt die Front von Bürgerkrieg ist, weil dort, das ist Antigone alles hier, die sind also auch vertreten. Gut, dann fliegen wir jetzt hier hin. So, ist denn der Nemesis fertig? Nee. Ist noch nicht fertig. Was ich natürlich auch machen könnte, ist, weil hier ja auch sehr viel Autopilot ausgeschaltet. So. Jo, die Station hat mich wieder lieb hier. Ich fliege jetzt mal hier hin. Oft sammeln sich ja dann auch Schiffe in der Nähe des Sprungtors. Ansonsten geht es mal in den nächsten Sektor rein. Ich denke mal, hier könnte ich Glück haben. So, das sind die normalen Paraniden. Da muss ich natürlich drauf achten. Ich weiß nicht, haben die, hat das Gottesreich auch diese Theseus? Ja, Theseus Angreifer, aber
Und ich soll ja auf jeden Fall, wenn ich das richtig jetzt nochmal, das checke ich jetzt trotzdem nochmal gegen. Verteidiger, weil es soll nämlich vom Heiligen Orden des Pontifex sein, genau. Da muss ich also auch drauf achten. Autopilot eingeschaltet. Da muss ich natürlich drauf achten. Ja, aber diese Hatikva-Geschichte, da scheint ja wirklich ordentlich bewaffnet gewesen zu sein, so schnell wie meine Polizei da weggeschossen haben. Mir ist auch nicht so ganz der Sinn klar von dem Ganzen. Oder dass man halt darauf achten muss, dass man auch dementsprechend die richtigen Waren auswählt. So, also hier ist schon mal nix. Dann fliegen wir jetzt einfach mal hier hin. Beziehungsweise dahin. Am Raumpier. Könnt ihr ja vorsichtig sagen, wenn da ein Schiff gerade in Theseus gebaut wird, könnte man den ja gleich dann da runterpflücken. Ja, also die größte Schwierigkeit ist hier scheinbar wirklich eher die. Erreiche System. Gesegnete Vision. Das sind alles Verteidigungsdrohnen. Ja, den passenden Schiffstyp halt zu finden. Also wenn man ganz viel Pech hat, gibt es überhaupt gar keinen. Ares. Ja, also wenn zum Beispiel akut gerade keiner gebaut worden ist. Aufklärungsjäger Pegasus. Okay, fliegen wir hier nochmal hin. Hier gibt es übrigens auch nochmal Gas. Das sollte ich vielleicht auch nochmal in Betracht ziehen. Dort einmal zu gucken. Wie sieht es aus mit der geometrischen Eule? Bist du wieder in profitabler Handel angekommen? Jawohl. Hast du wieder einiges eingesammelt an Ausrüstung? Ja, noch nicht ganz. Erreiche irgendwie. System, Anspruch des Pontifex. Ja. Setze hier aber mal auf jeden Fall eine Sonde aus. Weil auch das dürfte noch in Reichweite sein. Manager hat ja hier 4 Sterne, also das sollte 1, 2, 3, 3 Sektoren übergreifend. Autopilot ausgeschaltet. Sollte das eigentlich funktionieren? Okay. Gut, dann fliegen wir doch mal hier hin, wo vielleicht doch eher mal die Flotten aufeinander. Autopilot eingeschaltet. Aufeinandertreffen können. Ja, also Händler 1 verkauft hier auf jeden Fall schon mal Sachen. Dann sollte das hier nebenan auf jeden Fall auch funktionieren. Also ich denke, und hier ist. Boah, dann machen wir auch mal die fehlgeschlagenen Geschichten einfach mal weg. Erreiche System, so. Frommer Nebel. Weil wir hier natürlich dann wahrscheinlich eher wirklich nur die normalen paranitischen Schiffe. Autopilot ausgeschaltet. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir sollten wirklich hier. Fliegen wir mal hier hin. Autopilot eingeschaltet. Ja, das ist tatsächlich die schwierigste Aufgabe. Da ist das passende Schiff dafür zu finden. Vor allem eins, was auch erreichbar ist, weil diese Jäger werden ja natürlich in der Regel etwas schneller sein wie ich.
So, der Kunde ist auch wieder zurück. Dann mal Inventar. So, dann kannst du hier mal ein bisschen erkunden. Und dann noch ein bisschen mehr. Erreiche System. Gesegnete erreiche System. Anspruch des Pontifex. Das ist aber nicht richtig. Der Autopilot ist noch an, ja. Ich glaube, da hat er sich so ein bisschen verhaspelt jetzt hier. Autopilot ausgeschaltet. So. Autopilot eingeschaltet. Probieren wir es jetzt nochmal mit dem Autopiloten. So, was haben wir hier? Eis und Methan. Ja, auch nicht in so großen Mengen, aber immerhin. Wir haben das jetzt ein bisschen abgedeckt hier. Und es gäbe noch eine Alternative für die Schürfer. Die jetzt tatsächlich in schwarze Sonne sind. Na, wer sagt's denn? Erreiche System. Gesegnete Vision. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. So. Ich glaube, das hat schon wieder nicht geklappt, ne? Nee. Autopilot. Ausgeschaltet. Autopilot hat total versagt. Ja, aber das hat auf jeden Fall geklappt, hier eine Sonde abzusetzen. Auch wenn ich erstmal gucken muss, wie sieht es denn hier aus. Ja, auch nicht viel, aber immerhin. Wobei, das ist jetzt der Erdschürfer. Ah, es sind beides Erdschürfer, okay. Gut, ist egal. Sollen sie hier abbauen, habe ich auch keine Schwierigkeiten mit. So, und ich muss jetzt mal sehen, dass ich manuell jetzt dann da hinkomme, wo ich hin will. Ist ja ein Graus. Oh, ist die falsche Richtung aber. Es ist die falsche Richtung. Ja, wir haben gerade gesehen, 4 Sprünge lässt also der Manager zu. Ich glaube, bei 5 Sternen sind es dann halt 5 Sprünge, also 5 Sektoren. Deswegen muss man halt auch immer gucken, ob dann auch... also das wird... Erreiche System, gesegnete Vision. Das wird auf lange Frist natürlich, wenn ich jetzt so diesen Hauptsektor aufbauen will, in Nobileos Glück. Dann muss ich natürlich auch gewährleisten, dass die Ressourcen dann auch in ausreichender Menge verfügbar sind. Und jetzt schon bei den paar Stationen und die Schildkomponentenfabrik ist ja noch gar nicht in Betrieb. Das muss man ja auch noch dazu sehen. Also da muss ich logistisch natürlich schon gucken. Ares, na gut, ist der Ares von vorhin wahrscheinlich. Also da muss ich natürlich schon so ein bisschen drauf achten, dass das dann auch alles umsetzbar ist und dass die dann auch mit Ressourcen versorgt werden. So, hier müssen wir auf jeden Fall durch. Machen wir das Ganze jetzt erstmal manuell. Jetzt kann man den Autopiloten wieder zuschalten. Jetzt sollte er ja hoffentlich zurechtkommen. Ja, aber irgendwo wird der Heilige Orden, schätze ich mal, so eine Flotte haben. Dann müsste ich im Endeffekt schnell den S-Jäger weghauen und dann ab und dann halt ganz schnell weg. Perseus. Ja, hier gäbe es ein paar Karg unter Umständen. Die Mission habe ich ja auch noch offen. Aber gut, die Karg sind wahrscheinlich einfach an der Station gescheitert. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. So, das ist hier auch ein Mischgebiet.
eventuell auch noch mal interessant. Hier gäbe es auch noch mal Gas, sehr schön. Kestrel. Da haben wir den Polizisten sozusagen. Streitsüchtiger Nager. Das sollte ich auch mal Kapitän beschäftigen, weil der ist so schnell. Den kann ich halt auch schnell mal für solche Sicherheitscontainer-Geschichten mal abstellen. Kann ich ja eigentlich mal in die Wege leiten. Wo haben wir, Fraktion und Beziehung? Nee, da. Personal. Rolle Captain. So. Ja. Nehmen wir den mal hier. Hä? Moment. Autopilot ausgeschaltet. Eigentlich sollte. So, sollte mir anzeigen, welche Piloten hier relativ gut sind. Dankeschön. So, hier schon mal. So, das sind alle schon Captains, die will ich natürlich. Marinesoldat auf Händen. Stoppen Sie, wir werden Ihr Inventar scannen. Arbeite woanders für mich. Auf der streitsüchtigen. So. Ja, habe ich was Illegales dabei? Keine Ahnung. Das ist wieder hier der Polizist, ne? Weil das wäre egal, ob es Polizei ist. Hauptsache es ist. Wir haben Schmuggelware entdeckt. Echt. Moment. Wo habe ich denn jetzt Inventar? Inventar, Inventar. Da. Das war die richtige Entscheidung, Pilot. Ja, muss ich mir vielleicht mal überlegen, das in Zukunft alles direkt abzulegen. So, hat mir jetzt aber erstmal kein Stück weiter geholfen. Fliegen wir einfach mal hier hin. Autopilot eingeschaltet. Aber ich glaube, hier ist nichts los, wenn der einzige Polizist hier direkt mir vom Tor hinterher fliegt und hier mich scannen will. Dann scheint hier nicht allzu viel los zu sein, glaube ich. So, dann sammeln wir mal den Sicherheitscontainer auf, beziehungsweise dir gebe ich auch den Befehl. Grundsätzlich, wenn du nichts anderes zu tun hast, sollst du andocken am Hauptquartier. So, ansonsten kannst du zwischendurch. Ja, die Sicherheitscontainer einsammeln. Also, es ist auch ein Mischgebiet hier auf jeden Fall. Hier gibt es auch ein bisschen Gas, also da müsste ich vielleicht auch mal gucken, ob ich da eine Sonde dann aussetze. So, und hier unten vor allen Dingen dann. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Und zwar hier zivil. Das ist auch die letzte Ressourcensonde, die ich habe. Müsste ich da mal nachkaufen, aber ist ja jetzt auch nicht so das große Ding. Ja, klingt wie gesagt auf dem Papier etwas einfach. So, kannst du
Danach kannst du gleich die einsammeln hier. Die Mission klingt erstmal einfach, ist aber, wie man sieht, gar nicht mal Ressourcennachschub. Energiezellen, Graphen, verbleibende 2 Stunden, damit kann ich doch überall dienen. Wobei, gut, es kommt auf die Menge an, ne? Autopilot ausgeschaltet. Ich nehme das mal an. So, Zeit läuft. Oh, Silizium ist schon abgeschlossen. Energiezellen. Ach so, ich habe ja meinen Transporteur, habe ich ja jetzt, aber eigentlich kann ich den davon ja entfernen. Weil der Rest kommt, der wird ja auch geliefert. So, Zuweisung entfernen. So, dann gucken wir nochmal. Also. Medikamente. Das ist, glaube ich, das, was wir als erstes mal holen. Wenn wir das selber herstellen, ist das alles super. Da. Und dann einmal Waren transferieren. Machen wir das jetzt so voll, wie es nur geht. Ist ja, wie gesagt, mein eigenes. So, und wo müssen wir es hinliefern jetzt? Okay, das kennen wir noch nicht, also fliegen wir da erstmal hin. Und machen das dann so. Also der Nager ist schon da. So, ich bin hier in so einer Art Transit. Mal gucken, ob hier irgendwie ein Theseus vorbeikommt. Ja, 2 Stunden habe ich Zeit. Wobei, wie gesagt, Energiezellen sind irgendwie schon abgeschlossen. Das juckt mich aber nicht. Hier habe ich wahrscheinlich jetzt die Medikamente komplett leer gekauft, ne? Obwohl, ne, dürfte ich eigentlich gar nicht. Und selbst wenn, also das wird ja so schnell nachproduziert. Was habe ich hier? Ja, das reicht. Das reicht. Der Verbrauch von den Arbeitskräften ist ja nicht so megamäßig hoch. So, und alles andere stelle ich ja auch her. Von daher. Das sollte ich innerhalb von 2 Stunden auch abschließen können. Also ganz scheint das ja nicht zu funktionieren hier. Mit die Leila Schwanengesang ist hier vielleicht noch irgendwo eine. Befehl, der weg müsste? Nö. Nö. Naja, gut. Passt schon. Ist denn die Nemesis fertig? Die müsste fertig sein, jawohl. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, sind, weil 5 Ares haben wir ja schon, sind noch 19 Ares. Könnte sich aber tatsächlich so ein bisschen auch als Problem rausstellen, weil ja, am letzten Mal hat das ja ewig gedauert, bis die gebaut wurden.
Naja, seitdem ich die Antimaterie. Jetzt können wir mal live so einen Piratenüberfall mitverfolgen. Inklusive Funkverkehr. Erwartet Befehle. Ja, kannst dann wieder andocken am Hauptquartier. Macht er auch. Wobei. Einfach mal die. Ich glaube, da muss ich jetzt aber. Information, die Reihenfolge ändern, damit er vorher das hier einsammelt und nicht erst wieder hinfliegt und dann zurückkommt. Oh, und gleich danach geht es auch weiter. Bei Raumfliegeneier sind bares Geld. Und auch auch hier das Andocken wieder nach hinten packen. So. Gut, so, wie sieht's aus? Transporteur ist unterwegs. So, 4100 Medikamente, also das müsste doch eigentlich dann für 100% reichen. Man sieht halt auch leider nicht, wie viel es ist. So, für Edelmetall habe ich eigentlich auch überall irgendwo mit verbaut, wo ein Überschuss produziert wird. Ja, ich hoffe jetzt, die Medikamente zählen jetzt auch schon und nicht erst nur, weil ich jetzt hier erst Medikamente liefere und nicht die Energie zählen. Das wäre natürlich jetzt auch so ein bisschen schwachsinnig, wenn das dann so wäre. Aber ich gehe mal davon aus, dass das so passt. Alles klar. Immer auch gucken, wenn irgendwas in Sensorreichweite ist, ob irgendwo. Ein einzelner Theseus wäre natürlich ein Träumchen. Aber ich vermute mal, die werde ich eher in Staffeln antreffen. Wobei hier auch Jägerstaffel steht und nur ein Ares zu sein scheint. Naja, 2 Stunden sind eigentlich Zeit genug, einiges an Waren zu liefern. Wobei ich auch so ein bisschen dazu geneigt bin, mir wieder so einen zweiten Transporteur zuzulegen. Das mache ich auch. Und dann nehmen wir auch wieder den schönen guten alten Merkur. Mittelschweren Konfiguration, Einkaufsliste hinzufügen, Bestellung bestätigen. So. Ja, der wird auch sofort gebaut. Sehr schön. Ja, da macht das Sinn. Da kann ich jetzt parallel dann irgendwie das Ganze managen. Ja, hier gibt es ein bisschen Helium, ist aber jetzt auch nicht so der Rede wert, aber ja. Der Polizist schon. Aha! Theseus, Verteidiger. Was haben wir denn da, meine Damen und Herren? Ares. Hä? Ich wollte eigentlich. Ja, das ist eine Staffel. Da muss ich schnell zuschlagen. Ares. Asteroid. Da ist doch. Theseus, Verteidiger. Jetzt habe ich ein Ziel.
So, da muss ich dann aber wieder verbleibende Zeit nullen. Willst du mich verarschen? Was ist das denn jetzt wieder? Naja, egal. Wir kümmern uns erstmal hier drum. Und da muss ich ein bisschen gucken, weil Ares sind schwere Jäger. Die können nicht ganz ungefährlich sein. So, am besten... Die ahnen ja noch nichts Böses. Und jetzt... Und erledigt. Und weg. Na, das hat doch gut funktioniert. Den Rest lasse ich in Ruhe. So. Okay, der hat den jetzt aufgedeckt. Dann also hier handeln mit Dings und die Medikamente komplett rüberschieben. Gibt sogar ordentlich Kohle. Und den Befehl gleich weg, dass er direkt da landen kann. So, sehr schön. Ja, aber ob das jetzt alles so klappt, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wo ist der Merkur da? Transporteur 1. Muss sogar schon 1b sein, ne? Wenn mich alles täuscht. Gut, dann kannst du am besten hier veredelte Metalle. Nimmst du mal alles mit. Und lieferst die dann auch hier hin. Es gibt ja auch noch einen guten Nebeneffekt, wenn ich das selber herstelle, halt an Kohle. Plus zusätzlich zu der Belohnung. Ach, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Ich muss das alles... Oder? Nee. Vor allen Dingen, jetzt sind die... Wo sind die Medikamente jetzt hin? Das ist ja spannend schon wieder. Okay. Transporteur ist scheinbar durch. Gut, dann wir müssen das also innerhalb alles über 75% halten. Hm, habe ich verstanden. Dann würde ich sagen, dann fliegst du jetzt hier hin und holst dir mal einen ordentlichen Schwung Energiezellen ab. Weil die sind ja wieder unter. Also wahrscheinlich muss ich das sogar mit mehreren Schiffen machen. Na gut, dann schauen wir mal, wie sich das denn jetzt weiterentwickelt. Mit den Lieferungen, das werdet ihr in den nächsten Folgen mitbekommen. Also seid gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.